So, willkommen zurück hier bei Sengoku. Genau, wir überlegen gerade die ganze Zeit, wie wir den Dorfbewohnern helfen können. Aber wir haben ja jetzt mit verschiedenen Leuten geredet, aber wir haben immer noch nicht die Möglichkeit gekriegt. Aber mir ist gerade aufgefallen, wenn wir uns hier drehen... Ja, da oben, ne? Ja, 3422 Meter. Genau. Da laufen wir jetzt mal hin und schauen mal, ob da jemand ist, dem wir helfen können. Ist denn hier ein Weg, wo wir langlaufen können? Na, einfach nur querfeldein. Kommen Sie mit. Kommen Sie, laufen Sie nicht wieder weg, sonst finden Sie mich. Ja, sonst sind Sie... Oh, Kobo-Wurzeln. Oh, sehr schön. Mitnehmen. Oh, mitnehmen. Weinbären. Ja, ich glaube, Sie haben mit Bären schon genug gesammelt, glaube ich, ne? Nein. Egal, wir laufen da jetzt einfach mal hin in die Richtung. Und dann schauen wir mal, ob da jemand ist, dem wir da helfen können. Genau. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich glaube, irgendwie war das so, oder? So. Baustelle für eine kleine Brücke. Oh, warten Sie mal. Hä? Ich hab hier Eier. What? Ja, dann nimm doch mit. Nimm ich auch mit. Okay. Ich guck mal, ob wir die Brücke fertig machen können. Eine Brücke? Kommen Sie mal mit. Wo ist eine Brücke? Ja, kommen Sie einfach, folgen Sie mir einfach. Ja. Und dann müsste man... Na komm schon. So. Da ist die kleine kaputte Brücke. Und dann gucken wir mal, wenn wir den Hammer in der Hand nehmen, ob wir die fertig machen können. Hier sind ganz, ganz viele Bären, können Sie alle mitnehmen. Ja, mache ich. Ja, war mir klar. So, was können wir denn hier machen? Da steht ein Schild. Spezialprojekt, kleine Brücke. Bei Abschluss wird die Brücke wieder hergestellt und deine Dynastielegendenstufe steigt. Ah. Errichte ein Spezialprojekt Werkstatt. Einfach Bauwerke. Schema wird mit Fortschritt oder Hauptquest freigeschaltet. Also wir können hier gar nichts machen, weil wenn wir dann abschließen, dann steigen wir in der Dynastie. Ich guck mal hier mal den Hammer in der Hand. Nee, wir können nichts machen. Wir müssen da wahrscheinlich ein Spezialprojekt, die Werkstatt. Ja, wahrscheinlich. Also laufen wir einfach weiter in die Richtung, gucken, ob wir da hinkommen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, die mir so gerade einfällt. Ja. Ne? Warten Sie mal, können wir hier drüber in den Fluss? Ja, sicher. Jo. Haben Sie Schiss, dass Sie nasse Füße kriegen, oder was? Die gehen doch ab, mal hier. Kobo-Wurzel. Ach nee, Wasabi. Was ist denn Wasabi? Kann man das auch essen? Ja, das ist sehr scharf, ne? Das ist eine scharfe Paste. Da wird eine scharfe Paste rausgemacht. Okay. Oh, gelbe Chrysanthemen habe ich hier auch. Nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, wofür das gut ist. Genau. Im Moment, ich frage mich, wo der dann alles hinsteckt, ne? Ja. Weil der hat weder einen Rucksack noch sonst irgendwas dabei, ne? Naja, ich könnte jetzt was behaupten, aber das mache ich lieber nicht. Na, halten Sie lieber den Mund. So, dann gehen wir mal weiter. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ja, ne? Da sind ja wirklich da oben, seht ihr ja selber. Kommen aber wir denn jetzt näher? Da läuft es ja aber auch ein Heißen, ne? Kommen wir jetzt näher? Ja, natürlich. Das dauert aber sehr lange. Ich glaube nicht, dass das die Mitglieder hier von unserem Dorf sind. Sind sie sich sicher? Wir gucken mal auf die Karte. Vielleicht wird die Quest da angezeigt. Also. Also ich glaube nicht, dass das das Dorf ist. Ich glaube, das sind schon die Leute, die du da... Ach, warte mal. Da ist einer. Da ist, wird irgendwas angezeigt. Zur linken Seite. Links? Ach doch mal, da unten. Wölfe, Hasen, Füchse. Ja, toll. Ich habe nur das Problem. Ich weiß nicht, ob wir so weit wirklich müssen. Ich habe keine Ahnung. Wenn du noch mal auf I drückst, ne? Ja, ich gucke noch mal bei Quest. Und du gehst auf Quest. Und du gehst auf die Hauptquest. Ja. Ne? Erreiche Dynastielegende 5, indem du den Dorfbewohnern hilfst, steht ja hier. Bitte die Einheimischen um Hilfe und sorge dafür, einen guten ersten Eindruck zu Genau. haben. Und dann ist das Problem. Wie sollen wir das denn machen? Also müssten wir eigentlich auch wieder zurücklaufen. Ja. Sind wir eigentlich falsch. Hm. Komm, wir versuchen das nochmal. Wir gehen nochmal zurück. Ist ein bisschen kurios, weil es nicht genau beschrieben ist. Alles andere war ja logisch, was wir machen müssen, ne? Aber da fällt mir das im Moment ein bisschen, da habe ich jetzt ein paar Schwierigkeiten. Ich habe 300 Steine, ich bin aber immer noch schnell. Und meinst du, wie schnell sind wir, wenn ein Wolf hinter ihm ist? Was? Ja. Oh, was ist das denn hier? Oh, warte noch mal, hier ist Bambus. Ich nehme mal Bambus mit. Kann ich gar nicht. Warum nicht? Ja, doch. Wenn du das mit der Axt weghaust, dann kriegst du das auch. Toll, ich brauche erstmal wieder eine Axt. Bambus. Entschuldigen Sie. Hallo Sie. Kann ich Ihnen mal eine Frage stellen? Mir?
Ja. Was denn? Wann fährt denn hier der nächste Bambus? Ach, sie sind ja wieder so lustig hier. Ja, finde ich auch. Gut, ne? Mhm. Wofür, wer weiß, wofür der Bambus jetzt gleich gut ist. Oh, das ist alles. Wir haben ein neues Material. Das kann nie von Schaden sein. Ja, ich möchte lieber mit dem Bambus fahren. Mhm. Nee, nee, ich fahre mit ihm nicht. Ich fahre mit dem nächsten Bambus. Wollen Sie jetzt alles abholzen? Na Quatsch, komm, wir gehen weiter. Ja, wir gehen wieder zu. Wir müssen mal gucken, wie wir die Quest hier endlich erledigen können. Ja, wir gehen jetzt wieder zu dem Dorfältesten und fragen ihn nochmal. Ja, genau. Hopp. Ui, ich hab's geschafft. Hüpfer! Und rein, und die Hose ist nass. Ja, super. So, gehen wir mal den Weg hier lang, ne? Oh, gucken Sie mal die Kirschblüte. Hm. Und dabei ein paar Bärchen essen. Oh, schön. Oh, schön, wir essen ein paar Bärchen. Wer bist du denn? Kennen wir dich? Da ist die Priesterin. Ah, die spreche ich mal an, ne? Ja. Ah, ich kann zuhören. Willkommen. Was ist denn deine Aufgabe hier? Ich bin die Schreindienerin hier. Ich diene Inyari. Die Göttin des Wohlstands und der reichen Ernte. Ich war auf dem Schiff, das hier in der Nähe gesunken ist. Ein paar von uns haben überlebt. Ich weiß. Ich habe von dir und den anderen Überlebenden gehört. Ich hoffe, ihr werdet hier finden, nach was ihr sucht. Wollen wir nicht lieber die Rollen tauschen? Ja, ich kann es ja nicht. Ach so, ja, stimmt. Jetzt könntest du es aber, oder? Wir hatten... Ja, das kann ich. Wir hatten auf ein Leben im Königreich der Bauern gehofft. Aber es scheint, als wären die Dinge schwieriger als erwartet. Das ist wahr. Wir machen schwere Zeiten durch. Umso mehr Grund, zu Inyari zu beten. Ich habe gehört, du könntest Hilfe gebrauchen. Ja, das sag ich doch. Ja. Klick doch einfach drauf. Ja. Ich habe gehört, du könntest Hilfe gebrauchen. Der Schrein ist leer. Niemand besucht ihn mehr. Die Hungersnot hat alle Glauben gemacht. Die Göttin Inyari hätte sie verlassen. Inyari schickt uns Füchse, um unsere Ernte zu beschützen. Doch was können Füchse tun, wenn Menschen die Felder niederbrennen? Könnt ihr der Göttin ein Opfer darbringen? Vielleicht folgen andere meinem Beispiel. Finde ein Ei und koche es an einem Lagerfeuer. Die Zeiten sind hart, also wird das fürs Erste genügen. Ich glaube, ich habe Krähennester auf... Hä? Tee, Quest verfolgen. Wo kann ich eins finden, musst du fragen. Warte doch mal. Du musst fragen, wo kann ich eins finden, und dann sage ich... Ach so, ja, genau. Ich glaube, wo kann ich eins finden? Ich habe Krähennester auf den Felsen gesehen, die man vom Weg aus der Stadt heraus sehen kann. Ehrlich gesagt, brauchen wir das gar nicht, weil wir ja schon Eier haben. Ja, wir müssen die jetzt kochen. Können wir die bei ihr hier auch kochen? Können wir bei Ihnen Eier kochen? Nee, leider nicht. Nee, dann müssen wir das bei uns machen. Wir kommen gleich wieder. Hier ist auch wieder Bambus. Gucken wir mal. Dann müssen wir die suchen. Hast du gesehen? Mhm. Die sind ja rein zufällig dann irgendwo außerhalb des. Ja, genau. Ach, guck mal, wie leer das hier aussieht. Kann ich hier ein Ei kochen? Ja. Oh, wie leer das hier aussieht, ey. Ja, wir haben ja alles runtergemäht hier. Oh, da ist noch eine Gobo-Pflanze für mich. Ah. So, ich gehe mal zum Haus und guck mal, ob ich ein Ei braten kann. Aber eigentlich müssen wir ja... Ist ja eigentlich egal, wie wir was machen. Weil, ja, Krähennester habe ich ja gefunden. Ja, ich auch. Hat die gesagt, ein Ei braten? Mhm. Okay, dann gucken wir mal, ob wir ein Ei braten können. Moment, kochen. Ich kann Ei. Ich kann... Gekochtes Ei. Hab ich. Verwende das gekochte Ei, um Inyari ein Opfer darzubringen. Okay. Genau, ich komme wieder zurück. Dann müssen wir zum Priesterin. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Kommen Sie mit? Kommen Sie mit? Kommen Sie jetzt mit oder bleiben Sie stehen? Ich komme. Wir haben Ei! Wo war die jetzt hier oben? Wir müssen erstmal oben auf den Weg, ne? Mhm. Und dann nach rechts runter, ist das korrekt? Genau, eine Kirschblüte. Genau, hier lang. Ist das der Kirschblütenweg hier? Ach, guck mal, hier ist die Haltestelle. Na, warte, ich gebe dir dann Ei. Mhm. Oder nee, du musst ja mit dir sprechen. Mhm. Mach mal. Nee. Ach, warte, hier.
Wie ich sehe, hast du ein Ei bei dir. Du kannst es nun am Schrein opfern. Ja, ich opfer. Nein, du musst fragen. Ich komm doch da nicht ran. Ach so. Ich sehe das doch nicht. Wo finde ich ihn? Folge der Straße aus dem Dorf hinaus. Sobald du die zerstörte Brücke erreichst, gehe nach links. Du wirst die Tore in der Ferne sehen. Sie führen dich zum Schrein. Okay, dann gehen wir mal dahin. Also ich konnte das jetzt nicht sehen. So, da ist die gebrückte, kaputte Brücke. Also gehen wir links runter, richtig? Mhm. Ah, da ist da noch. So, hier geht's einen Weg nach links und dann folgen wir mal. So. Kommst du mit hier nach links? Mhm. Da müssen Tori sein. Geh mal hoch. Tori ist ein Tor, ein großes. Ja, ich geh mal hoch hier. Hier geht der Weg lang. Muss er wohl den Weg hier lang folgen wahrscheinlich, ne? Okay. Dann müssen wir hier rüber, ne? Ich denke schon. Ich habe zwar gesagt, wir müssen nach links, aber irgendwie... Wenn wir jetzt einen Tori gleich sehen, dann sind wir richtig. Dann sind wir richtig. Warte mal. Was? Mach mal die Karte auf. Nein, ich gehe jetzt erst einen Tori suchen. Ja, wahrscheinlich ist der ja hier. Nee, wir müssen einen Tori hier. Also ich glaube, hier ist... Ja, nee. Ein Tori ist ein Japanisch, also ein Holz... gebildet. Das kann man eigentlich fast gar nicht. Du bist den Weg noch immer lang, ja, ne? Meinst du, der ist so weit weg? Naja, sagen wir mal so. Ich sehe auf jeden Fall eine Hütte, aber... Und einen Gedenkstein oder sowas. Ja, aber kein Tori. Hm. Müssen wir vielleicht nach oben? Wir gehen noch mal zurück zur Brücke. Was hat sie denn gesagt, wenn wir dann nach... Ja, nach links. Ja, warten wir mal. Dann müssten wir dann... Der Schrein muss ja hier vorne irgendwo sein. Ja, der kann ja nicht so weit weg. Das geht ja nicht. Ja, genau. Die beten ja da immer vom Dorf dran. Das wär, wenn sie erst hinpilgern müssen, das wäre viel zu weit. Aber hier unten ist die Brücke. Ja, und der Schrein... So, hier können wir so nach links gehen. Warten Sie mal. Da! Da oben ist irgendwas, warten Sie mal. Ja, da müssen wir da oben hin. Glaube ich zumindest was gesehen zu haben. Nee, das sah nur so aus. Ja, bei Ihnen weiß man das nicht. Ja, Sie sehen immer alles. Nee, also ein Schrein. Ein Schrein ist ja eigentlich ein Gebäude, ne? Oder irgendwie sowas. So, wir sind jetzt hier hochgegangen. So. Und dann sollten wir so ein Tori finden. Also ich sehe nichts. Geh jetzt mal hier lang. Darunter. Haben wir denn was auf der Karte? Ne, haben wir auch nicht, ne? Ich gehe mal hier rauf. Der muss ja hier irgendwo sein. Ich kann mir doch nicht erzählen, dass er so weit weg ist. Ja, wer weiß, wo die den hingeschmissen haben. Das weiß man nicht genau. Also hier ist nix. Da hinten irgendwo? Ich sehe den nicht. Tut mir leid. Ich kann das nicht erkennen hier. Also ich weiß nicht, wo der sein soll. Ja, ich meine, wir können gerne da nochmal langlaufen. Vielleicht ist da ja wirklich was. Ich gucke jetzt mal auf die Karte. Ein Schrein. Ich kann natürlich dem Fluss folgen hier. Da ist das Dorf. Ja. So, und hier vorne ist die kaputte Brücke. Ja. Ja, aber das muss der Weg nach links sein. Es geht nicht anders. Den wir gerade gegangen sind. Also gehen wir mal weiter. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ja, du entfernst dich jetzt von mir, ne? Ja, ich bin jetzt hier an dem Weg. Also irgendwas ist da... Ich verstehe das irgendwie nicht so richtig. Irgendwas ist da falsch. Ich gehe jetzt den Weg lang. Vielleicht ist er sogar richtig. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das kann nicht richtig sein. Wir halten mal die Augen auf, ob hier irgendwo ein Tori ist. Ja, ich gehe mal hier so lang. Da haben wir einen Gedenkstein gleich. Da ist eine Hütte, aber ist das der Schrein? Das ist die andere Frage. Gehen wir da mal hin. Na,
Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das hier richtig ist. Aber sieht schön aus hier. Ja, aber das nutzt ja nichts, wenn du den Schrein nicht findest. Also da ist eine Hütte. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. Also ich weiß nicht, hätte man das vielleicht nicht einfacher machen können? Hören Sie mal auf, hier rumzujammern. Ja, aber ist der Schrein ja hier oben. Hier oben, vielleicht ist das ja sogar der Schrein. Warten Sie mal. Hier ist jetzt eine Hütte, aber es sieht aus. Nee, hier ist doch kein Schrein. Hier ist ein Krieger. Ja, das ist doch nicht richtig. Nee, das kann auch nicht richtig sein. Kommen Sie zurück. Ja. Das ist nicht richtig hier. Oh. Hm. Und nun? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Da ist das Dorf, da ist ja der Glockenturm. Das sieht man ja auf der Karte. Ja. Oben auf dem Kompass. Was ist denn da oben? Kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir das einfach. Gerade vor mir lang. Ja, da war gerade auch ein Fuchs. Oh. Pilze. Was? Fliegenpilz. Oh Gott. Dark Pilz. Egal, ich gehe jetzt mal hier oben gucken. Aber ich sehe keinen und überhaupt keinen. Ist auf jeden Fall auch wieder dunkel. Ich das mal sagen darf. Ja, sicher dürfen Sie das sagen. Ich komme mal wieder zu Ihnen, weil Sie machen wieder. Sie sind wieder ganz woanders. Mhm. Ich finde Sie wieder nicht. Ja, ich gehe gerade wieder Mann, zurück. Ey. Laufen Sie wieder ins Dorf oder was? In die Richtung, weil die gesagt hat, links. Und dann würde man schon das Tori sehen. Aber ich sehe hier. An der kaputten Brücke hat sie gesagt. Ja, nach links. Und da würde man ein Tori sehen. Aber ich sehe kein Tori. Ich gehe nochmal zu der Brücke. Und hier ist doch nirgendwo ein Tori zu sehen. Ja, vielleicht ist das links, was sie meint, rechts. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier keinen Tori. Da oben? Ah, da oben! Ach du Schande, da müssen wir rauf. Aber das ist doch nicht links. Sehen Sie da oben das rote Tor? Ich bin ja noch gar nicht bei Ihnen. Haben wir ein Fernglas? Aber das da oben sieht. Ja, wahrscheinlich haben wir ein Fernglas. 100%, aber bleibt drin. Wo soll das denn sein? Ja, kommen Sie erstmal zu mir. An der. Da oben? Da oben. Da sehe ich ein Tuch. Ja. Ja, aber da ist doch nicht links von der Brücke. Ja, doch, vielleicht müssen wir da so rumgehen und dann. Rechts wieder. Ja, dann gehen wir mal da oben hoch. Ja, da kommen wir wohl nicht hoch. Kommen Sie mit. Natürlich kommen wir da hoch. Sie hat doch gesagt, links müssen wir gehen, oder? Ich gehe jetzt da oben hoch. Wetten das? Stellen Sie sich doch mal nicht so an. Kommen Sie doch einfach mal hinterher. Ich glaube nicht, dass das geht. Ja klar kommst du da oben hoch. Einfach Sabi. Kann ja nur da sein. Ja, aber da kommst du nicht hoch, ne? Ja, ja, ich bin auf dem Weg da. Ich bin schon fast oben. Wieso haben Sie mich jetzt überholt? Weil ich das kann. Kann ich jetzt nicht verstehen. Ja, weil ich das einfach mal wollte. Da oben? Ich bin. Soll das sein? Mhm. Ja, da kommen Sie so nicht hoch. Sehen Sie, habe ich Ihnen gesagt. Wer sagt das? Bitte. Gehen Sie da einfach mal rum, ringsrum rum. Man muss doch irgendwo einen Weg nach oben gehen. Mhm. Irgendwo. Und da geht es garantiert nach oben. Oder wir laufen mal drum rum, weil alles andere wäre ja Schwachsinn. Oh! Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ich schicke eine Karte, wenn ich oben bin. Ist das okay? Ich glaube kaum, dass man hier solche. Ja, super. Aua. Ja. Sie sind ein Kletterjolli. Ja, ich kann ja auch klettern. Gucken Sie mal. Aua. Gucken Sie mal, wie Aua. Gut ich...
Aua, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich hänge fest hier. Aua, 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 aua. Ich bin durch die Steine geglitscht. Aua. Ich hab es. Super. Ich hab's gefunden. Ach, das ist echt ein Kletterjolly, ey. Ah, ich kletter hier an die Scheine, ich ja, hab's gefunden. Ich komme hier nicht. Ich falle hier immer wieder runter. Was soll denn das? Hier sind Tore. Hm, warten Sie. Ist das ein Tori? Nennt man das so? Oh. Ehrlich. Naja, ich kann da schon mal ein paar Erbsen essen. Was? Erbsen. Na, Erbsen. Ich komme hier nicht. Laufen Sie einfach außen rum. Ja, so. Jetzt so. Hä? Hier ist eine unsichtbare Grenze. Ich kann. Nein, kommen Sie hier her. Hier ist eine unsichtbare Grenze. Ich weiß ja nicht, wo. Du bist ja einen ganz anderen Weg gelaufen. Nein, ich bin jetzt bei dir. Nein, bist du nicht. Du bist 60 Meter entfernt von mir. Aber wird weniger, ne? Da, ich sehe einen Tori. Ja, habe ich doch gesagt. Hier bin ich. Ja. So, da sind zwei Tori zum Beispiel. Da oben ist eins und hier ist eins. Was können wir denn hier machen? Gar nichts? Geht der Weg runterherlaufen? Da sind wir nämlich, hätten wir davon kommen können. Ja klar, wir müssen durch das Tori durch. Ja, dann gehe ich hier hoch. Nein, wir müssen hier lang. Ja, hier ist auch ein Tori. Ja, da kommen wir doch gleich hin, wenn wir den Weg lang gehen. Nee, ich gehe jetzt hier durch. Das ist ein Zickzack. Wir müssen ja nach oben, ne? Zickzack-Weg. Jetzt ein Schwein gehört? Ich höre hier Schweine. Ach, wir haben keinen Strom. Ich hab es! Ja, bleiben Sie mal, Isai. Ich bin da. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Ich hab's gefunden. Hier sind Pilze. Darauf ein paar Bärchen. Ah, hier ist der Schrein. So, sollen wir mal gucken, ob wir dann eine ablegen können? Nein. Nur das Eiden ablegen. Oh, Leute, bitte, ey. Warte. Ah, Moment, stopp. Inventar. Das Ei erstmal da reinlegen, Inventar, ne? Das gekochte. Leg das mal auf 6. Hab ich. Und jetzt? Soll ich das Ei in der Hand nehmen oder was? Auf 6? Warte. Warum essen so, Sie jetzt? Das was denn ich? Jetzt? Hab ich das gegessen? Ja. Scheiße. Wenn du das in der Hand nimmst, hast du verloren. Mhm. Das kann nicht das Tori sein, was wir machen sollen. Das ist aber ein Schrein, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich, weil dunkel ist, müssen wir da, können wir da nicht reden. Das ist wahrscheinlich nur bei Helligkeit. Ja, bravo. Dann bauen wir hier so eine Matratze. Eine Matratze. Ja, zum Pennen. Hier einfach so. Ja, sicher. Nutzt ja nichts. Einfach so eine Dramatze hier. Dieses Bauwerk kann hier nicht platziert werden. Kannst du nicht. Du musst wieder zurücklaufen. Hm. Dann müssen wir das wohl morgen früh machen. Können wir eine Schnellreise machen? Weiß ich nicht. Wäre nicht schlecht. Nein, können wir leider nicht, Herr Stöcke. Och, ich laufe doch jetzt nicht wieder zurück. Ja, du. Aber wahrscheinlich ist das auch nicht richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Das ist auf jeden Fall ein Schrein. Ja, ist korrekt, aber der ist ja nicht links hoch. Hm. Vielleicht gibt es links. Aber jetzt müsste der eigentlich auf der Karte angezeigt werden, ne? Weil wir den ja gefunden haben. Aber auf der Karte wird gar nichts angezeigt, das ist das Problem. Das finde ich nicht gut. Da oben. Ach doch, wir können. Können wir eine Schnellreise machen? Nee, das ist nur. Wir sind ein bisschen überfragt gerade. Aber wenn Sie mal gucken, da oben ist dieser Steinbruch. Der sieht auch aus wie so ein Tori, aber. Wo sind Sie denn gerade? Ja, da, da. Wo? Auf der Karte. Siehst du doch hier gerade. Ja, gar wenn da an dieser Fluss, wo die Brücke ist. Das ist ja die kaputte Brücke und oberhalb der kaputten Brücke sieht aus wie so ein Steindingensbruch. Bumm. Hm.
Na, jetzt sind wir aber hier hingelaufen für nichts und wieder nichts. Ja, das stimmt. Schreine, guck mal, da werden Schreine normalerweise auch angezeigt. Wo denn? Wo macht man das? Auf Schrein? Auf der Kartenlegende. Ja, aber dieser Schrein wird hier nicht angezeigt. Den haben wir wohl noch nicht gefunden. Wahrscheinlich. Hm. Denn die, da ist die kaputte Brücke. Sie sagt links. Ja. Also hier links hoch. Links. Vielleicht dann wieder. Ist doch Schwachsinn, links, oder? Links. Ist doch Schwachsinn. Ja, da sind wir ja lang gelaufen da oben. Na eben, deswegen sage ich ja, ist ja eigentlich Schwachsinn, ne? Weil da links zu laufen, Leute, ihr seht das selbst, ne? Ihr seht ja auf der Karte, ne? Ja, wenn wir links den ganzen Weg, dann geht's noch mal links hoch und dann macht das einen Bogen. Richtig. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so weit ist. Höchstens da ganz oben hoch. Da ist noch ein Weg ins Nirvana, den sind wir nicht gegangen. Der ganz nach oben geht. Aber meinst du nicht, dass das zu weit wäre? Ich weiß ja nicht. Aber das zeigt mir jetzt den Schrein nicht an, aber da waren wir noch nicht. Ja, das stimmt allerdings. Vielleicht sollten wir das einfach mal morgen ausprobieren dann. Können Sie vielleicht noch eine Fackel machen? Warten Sie mal, ich glaube, ich habe eine dabei. Warten Sie mal. Aber wir brauchen ja die Leute jetzt nicht mitnehmen, wenn wir hier durchrennen. Ja, aber ich möchte im hellen Dunkel machen. Im hellen Dunkel. Im hellen zu Ende machen, nicht jetzt hier im Dunkel. Das sieht doof aus. Wie jetzt? Machen Sie mal eine Fackel an, bitte. Aha, gut. Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns, wenn wir im Dorf sind, ja? Wollen Sie wirklich so Ende machen? Ja, natürlich. Ja, gut. Also, Leute, haut rein, macht's gut. Tschüss.